So, willkommen zu Teil 2. Ich habe ja gesagt, im ersten Teil am Ende, ich mache hier diese L-Form, wird betoniert und auch die Zwischenräume werden betoniert. Und ja, bin ich gerade dabei, so ein bisschen die Schalung zu setzen. Ob das so funktioniert, naja, das sehe ich dann. Bisher, naja, sieht es relativ gut aus. Ich denke mir mal, ich werde die Zwischenräume auf jeden Fall noch Querstreben reinsetzen, damit es stehen bleibt auch quasi. Das heißt, ich muss noch ein bisschen was schneiden. Aber gut, der Anfang ist schon mal getan. So, also, ich habe so ein bisschen Schalung gesetzt. Es ist nicht hundertprozentig schön. Ja, es ist aber von der äußeren Kante hier in der Waage. Ja, wie gesagt, ich bin absolut kein Profi. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, das nicht hundertprozentig so nachzumachen. Weil ich denke, jeder sollte da für sich das machen, wie er denkt, es funktioniert. Ja, das mache ich da vielleicht noch ein, zwei Stützen rein, dass das ein bisschen nach außen gedrückt wird. Ja, und dann schauen wir mal schauen. Wenn ich ganz viel Pech habe, ist der Beton hart, den ich habe. Warum? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Es wäre halt nur ziemlich blöde. Aber gut. So, das ist der aktuelle Stand. Es ist verdammt warm, Leute. So, neues Update. Schalung ist soweit fertig. Jetzt habe ich hier schon mal zwei Pfosten stehen. Hatte ich euch ja erklärt, weil hier ja die Überdachung drüber kommt. So, sind tatsächlich auch relativ gleich. Ja, das sieht so jetzt aus, das ist aber aus dem Kamerawinkel. Die sind nahezu identisch. Nahezu ist nicht identisch, ich weiß. Ist aber nicht ganz so dramatisch, weil da kommen ja oben noch Querlatten drüber. Also von daher absolut nicht dramatisch. Das ist jetzt so ja quasi der Stand der Dinge, wie ich mir das hier so vorgestellt habe. Dann heißt dazwischen kommt die Theke und das gleiche hier Anschluss hier an den Balken. Da werde ich auf jeden Fall schon noch was basteln. Dazwischen wird ja betoniert, beziehungsweise die Kalksandsteine kommen dahin. Oder Ytong, weiß ich noch nicht. Ytong ist doch, ist er nicht derselbe? Korrigiert mich, erschlagt mich bitte nicht. Wenn Ytong, Kalksandstein, ich behaupte, das ist dasselbe. Wie gesagt, ich bin nicht vom Bau, ich bin nicht vom Fach. Gut. Das ist jetzt so der Stand der Dinge, wie ich das vorhabe. Jetzt gucke ich mal nach dem Zement. Ich habe, Beton, Zement, ja, ihr wisst Bescheid. Ich habe so meine Befürchtung. Aber gut, wenn dem so sein sollte, dann werde ich die Pfosten hier erstmal sichern. Und dann werde ich das erstmal verschieben müssen. Es nützt ja nichts, weil wenn ich nichts da habe, wenn es zu hart ist, ja, dann kannst du das schon vergessen, ne? Aber gut, erstmal so jetzt der Stand der Dinge. So, jetzt geht's weiter. Erstmal anrühren, der Zement ist noch nicht hart. Zum Glück, der funktioniert noch. Ich fange hier vorne an der Seite, hier bei den Kleinen, und dann gehe ich nach da hinten. So. Schauen, ob es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, das sind keine Arbeitshandschuhe in dem Sinne, weiß ich. Aber gut, passt. Und verurteilt mich bitte nicht dafür, wenn ich irgendwas falsch mache.
hier schon das Problem. Ich muss den Zement rausholen. Geht nicht anders. Ich hole den mal eben raus. So, kann weitergehen. Sagen, für das erste reicht es. Ich zeige euch dann mal eben. Könnt ihr mir ja mal, ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nach hier weiter. Nach hier unten fangen wir an. Ja, unten. Da hat jemand Lust. Das ist nicht schlecht. Eigentlich ist es noch ein bisschen flüssig. Für den Anfang ist das, denke ich mal, ganz in Ordnung hier. Denke mal, für den Anfang reicht das vollkommen aus hier. Natürlich wird da noch mehr kommen müssen, ist natürlich gar keine Frage. Aber sagt sich der ein oder andere vielleicht, ah, das ist aber nicht flüssig genug. Leute, ich kann mich nur wiederholen. Ich bin kein Profi und ich denke, für den Anfang und für den Nutzen, was das hier braucht, ist es vollkommen in Ordnung. Weil ich möchte ja keine Einfahrt pflastern beim Kunden oder sonst irgendwas. Sondern ich möchte ja einfach nur hier in meinem Garten so do-it-yourself-mäßig. Ihr versteht, wie ich das meine. Und genau deswegen machen wir das auch. Das war ein bisschen wenig, sehe ich jetzt schon. Ist aber nicht ganz dramatisch. Wir haben noch genug. Wir haben noch genug Beton. Ich habe 225 Kilo, das sollte für dein Vorhaben hier reichen, würde ich mal so glatt behaupten. Und wenn nicht, dann fahren wir die Tage neue holen. Auch nicht dramatisch. Ich kann euch echt nur sagen, es ist schweinewarm. Boah. Selbst hier im Schatten ist es warm, Leute. Selbst hier im Schatten. Hat auf jeden Fall einer Lust. Ja. Ich denke, wir machen jetzt mal eine zweite Fuhre. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Schauen wir mal, was wird. Vielleicht machen wir den ein bisschen flüssiger. Vielleicht nicht verkehrt. Aber gucken wir mal. Jetzt habe ich einmal angefangen, jetzt muss ich natürlich dabei bleiben. Natürlich ganz klar. Aber bis jetzt kann sich das für nicht sehen lassen, Leute. So, wir sehen uns gleich weiter. Gleich wieder, sorry. So, jetzt brauche ich mal eure Meinung. Also, der erste Pfosten steht, der ist natürlich noch nicht fest. Er ist auch nicht hundertprozentig gerade. Aber
Da kommt, es fehlt noch eine Schicht oben drauf, so ein bisschen, einen Zentimeter oder so fehlt hier noch. Und dann, ja, ihr seht es da hinten an der Kante. Da fehlt noch was und hier an der Seite auch noch. Und dann gehen wir hier weiter. Aber ich denke, ich werde schlauerweise gleich eben den anderen Pfosten setzen. Dann ist der nämlich drin. Weil ich habe jetzt gleich eventuell kurz noch zwei Hände mehr. Und dann ist das einfacher, auch den vor allen Dingen gerade zu halten. Das ist dann auch viel, viel einfacher. Aber ich denke, bis jetzt kann sich das doch eigentlich schon mal sehen lassen. Es ist relativ schön glatt, die Oberfläche. So wie es soll. Natürlich hast du hier und da ein paar Stellen, aber ich denke, das ist vertretbar. Sagen wir es mal so, vertretbar. Und wenn halt einen stören sollte, ja, dann kann man halt immer noch hingehen und kann das abändern, indem man dann mit dem Meißel oder so ein bisschen abschlägt. Aber gar kein Problem. Ja, also, auch der zweite Pfosten steht. Glücklicherweise, wie ich gesagt habe, noch zwei weitere Hände da gehabt. Das passt perfekt. Das ist super. Jetzt darf der erstmal ein bisschen da unten hart werden. Das dauert natürlich seine Zeit. Da muss natürlich noch eine Lage oben drauf, ist ja klar. Gar keine Frage. Ja. Das dauert halt, bis der hart ist. Und jetzt kann ich hier in Ruhe weitermachen, den Rest auffüllen. Mal schauen. Ich melde mich auf jeden Fall gleich nochmal. Und dann sehen wir weiter, wie es geworden ist. Ja, was soll ich euch sagen? Mir ist Beton ausgegangen, Leute. Ich habe keinen Beton mehr. Gut, aber ihr könnt sehen, da muss natürlich noch ein bisschen drauf, ist klar. Seht ihr schon die Kante, die da noch drin ist. Aber an sich finde ich das schon mal nicht verkehrt. Den Pfosten dann nochmal gesichert mit zwei Steinen. Ist minimal windig heute. So, und ja, ich finde, es lässt sich auf jeden Fall sehen. Also da kann man mit arbeiten. Für den Anfang ist das, für den Anfang ist gut. Für das Erste, wo ich so großartig sowas mache, ist das eigentlich vollkommen in Ordnung. Es ist relativ glatt, ja, ein bisschen hügelig ist es, ja, gar keine Frage, möchte ich nicht abstreiten. Da wird auch sicherlich Luft eingeschlossen sein, gar keine Frage. Ich habe hier keinen, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses Vibrationsding für Beton. Aber, hey, fürs erste Mal, ganz ehrlich, ich sehe gerade, die zwei Steine müsste man dann auf jeden Fall noch, ihr seht die vor euch, die beiden da, die müsste man auf jeden Fall noch ein bisschen anpassen, dann, sobald der Beton reinkommt, weil die sind ein bisschen abgesackt. Und, ja, die sind auch abgesackt da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, da die zwei, der große und der kleine, die sind auch was abgesackt. Ist aber alles nicht so dramatisch. Das kann man alles erledigen, regeln. Gucken, ob man die nochmal rausnehmen kann irgendwie. Und dann, ja. Ich werde das hier fertig machen. Und dann werde ich euch da was zu zeigen, wie es dann fertig ist. Aber das mache ich dann jetzt off-cam. Das dauert jetzt ein, zwei Tage. Ich lasse das jetzt erstmal komplett durchtrocknen. Und dann mache ich den Rest. Ich meine, klar, man sollte jetzt direkt machen, aber mache ich jetzt nicht, weil ich habe jetzt keinen Beton mehr da und ich habe auch ehrlich gesagt jetzt gerade keine Lust loszufahren. Und ja, es eilt ja nicht. Ne? Sagen wir mal so, es eilt ja nicht. Ich muss ja sowieso da rechts noch eine Schicht hier drauf. Also von daher, vielleicht mache ich es falsch. Ja, das kann sein. Aber hey, nochmal, wie gesagt, es ist hier kein Kundenprojekt, das ist hier ein Privatprojekt. Natürlich soll es schön sein, es wird auch, da gehe ich von aus. Aber ja, das war es erstmal für dieses Video. Wenn es dann weitergeht, denke ich mir mal dann demnächst mit dem Setzen der Steine, der Ütungsteine, Kalksandsteine, je nachdem. Das dauert aber ein bisschen jetzt noch, ich denke mal so, mal schauen, wenn dieses Video rauskommt, vielleicht noch drei Wochen, zwei Wochen. Mal gucken. Und je nachdem, wie ich dann Zeit habe. Und ja,
dann war es das von dem Video. Drückt gerne Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Kommentar da, auch gerne eure Meinung. Ich bin auch über positive Kritik, freue ich mich auch, weil ist immer wichtig. Nur negative, die könnt ihr gerne bei euch behalten. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Video. Also, macht's gut, haut da rein. Ciao, ciao.